Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Heute, dieses Tims Tipps Video, dreht sich alles über den Tombow-Kleber. Das ist ja unser aller Lieblingsflüssigkleber. Ich finde ihn auch ganz toll. Glaubt mir, wenn ich sage, ich habe ganz viele verschiedene Bastelkleber ausprobiert, um zu gucken, ob Tombow wirklich der beste ist. Und mir gefällt er tatsächlich sehr, sehr gut. Er hat eine tolle Klebekraft und er braucht nicht lange zum Festkleben und er ist auch sehr, sehr ergiebig. Er ist nicht ganz günstig, aber das sind die guten Bastelkleber nie und man kann ihn einfach nicht vergleichen mit irgendeinem Billo-Bastelkleber. Und das ist schon der erste Tipp, überhaupt Tombow zu benutzen. Zweiter Tipp ist zu wissen, wo man Tombow nicht benutzen sollte. Das sage ich auch immer in den Videos. Nachdem es Flüssigkleber ist, kann es sein, dass es durchdrückt. Wenn ihr zum Beispiel ein dünnes Designerpapier verwendet, am besten noch mit viel Weiß drin oder so, oder hier flüsterweißes Papier benutzt, den dünnen Farbkarton, da kann es immer mal wieder sein, dass man Klebespuren durchsieht, weil sich die durchdrücken, weil das ja Flüssigkeit ist und der dünne Farbkarton auf Flüssigkeit sehr empfindlich reagiert. Deswegen klebe ich in meinen Videos und in meinen Bastelprojekten immer mit trockenem Kleber den dünnen Farbkarton an. Also zum Beispiel mit Snail oder mit Abreißklebeband oder irgendwie sowas. Aber halt nichts Flüssiges. Manchmal kommen die Klebespuren raus, manchmal nicht. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und nehme Snail. Der funktioniert genauso gut. Wichtig ist nur, dass man den andrückt, dann klebt er auch super. Aber damit sollte man nichts kleben, was irgendwie auf Zug ist. Damit dann schon, damit dann nicht. Also der ist so ein bisschen Allrounder, aber ich bin trotzdem vorsichtig, wo ich den verwende. Aber für die meisten Sachen benehme ich den Tombow. So, jetzt noch einige Tipps. Erstens, achso, die sehen übrigens unterschiedlich aus. Hier ist einfach nur das Etikett ab. Das ist nur hier so drauf gemacht mit der Folie. Und das war irgendwann so versifft, dass ich das einfach abgemacht habe. Dann hat man quasi zweimal Zeit, den voll zu versiffen, bis man ihn aufgebraut hat. So, was habe ich für Tipps vorbereitet? Erstens, kleine Gläschen. Zum Beispiel Schottgläschen sind toll. Oder ich habe hier so ein ganz kleines Teelichtgläschen. Da kann man einfach die Kleber reinmachen. Dann stehen die immer so rum. Und dann hat man immer Kleber an der Spitze. Dann muss man nicht so, dann hat man eben immer was und muss nicht immer ewig schütteln. Wenn man schütteln muss, gerade wenn die sehr leer sind, dann, meine sind jetzt relativ leer, da muss man trotzdem manchmal schütteln. Ich schüttel dann gerne so oder ich nehme den auch einfach und klopfe den einmal auf den Tisch mit der Kappe natürlich drauf und dann kommt auch immer wieder was raus. Genau. Und wenn die im Schrank stehen oder so, dann sind die immer gerne in so einem Gläschen, dass das runterläuft. Ihr wisst vielleicht, es gibt eine dünne Spitze und es gibt eine dicke Spitze. Aber die dicke Spitze benutze ich persönlich jetzt nie, weil außerdem schmiert es total rum und mit dem die dünne kann das alles auch. Ja, es gibt nur ganz wenige Techniken, wo ich das benutze, deswegen stehen die immer so rum in dem kleinen Gläschen drin. Ich benutze außerdem immer nur sehr dünne und sehr kleine Spurenkleber, weil das reicht vollkommen aus und sonst haut euch das unter den Rändern raus und dann sind eure Ränder so klebrig und das ist bäh und deswegen nehmt da wenig, wenig ist hier oft mehr. Gut, was habe ich noch für Tipps? Erstens, habe ich ja schon ganz viele Tipps gesagt. Man kann diese Kappe hier abdrehen, die geht genau entgegengesetzt, wie der Tombow aufgeht, dass sie sich nicht versehentlich abmacht. Und das mache ich gerne, wenn mein Kleber fast alle ist oder einer meiner am alle gehen zu scheinen. Hier sieht man jetzt, ist der Kleber direkt an der Kante, das ist hier mal ausnahmsweise nicht förderlich, da müsste man den mal ein paar Minuten so rum hinstellen. Aber wenn mein Kleber fast leer ist, dann drücke ich den Rest einfach in den anderen Kleber rein. Also vom Prinzip her, ihr seht, was ich meine, weil dann habe ich nämlich irgendwann einen ganz leer und einen immer schon ein bisschen voller. So kann man eben noch die Reste zusammen kombinieren und hat nicht so einen halben Pups hier und einen halben Pups da, sondern eben einen ganzen Pups in einem. Was kenne ich noch für Tipps? Wir kennen das alle, wenn mal was stecken bleibt oder so, da kleben bleibt und dann auf einmal viel zu viel rauskommt, also so ein ganzer Blob, so was man gar nicht gebraucht hätte. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, den wieder wegzukriegen. Möglichkeit 1, wenn ihr sowieso gerade viel am Kleben seid, könnt ihr euch auch einfach einen dünnen Streifen Farbkarton nehmen und diesen Blob aufnehmen und dann damit quasi eure Kartenlage so ein bisschen einschmieren. Das funktioniert dann genauso gut, dann habt ihr das gleich benutzt. Oder, wenn ihr das nicht braucht, kann man auch den Kleber gucken, eine etwas leerere nehmen oder schauen halt, dass der Kleber unten ist, dann drauf drücken und schauen, dass nichts vorne rauskommt. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, das funktioniert jetzt nicht, weil der zu lange in dem Glas war und der ganze Kleber hier unten ist. Aber was ich zeigen möchte, ist, wenn man da drauf drückt und nichts rauskommt und jetzt ja, schön drücken, 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 drücken und dann einfach die Spitze wieder reinsteckt und dann langsam loslässt, dann kann man den Kleber auch einfach zurück in die Flasche saugen
Und so ist man diesen großen Blob dann wieder los. Gut, ein bisschen ist noch drauf, aber ihr seht, man kann den Kleber also auch zurücksaugen. Das wollte ich euch nur mal mitgeben, weil wir kennen das alle, wenn mal ein bisschen Kleber raus explodiert. Genau, und das sind so die Tombow-Tipps, die ich für euch habe. Erstens Kleber zurücksaugen, zweitens ineinander reinfüllen, wenn der eine langsam leer geht, und außerdem immer schön verkehrt rum lagern, einfach in so einem kleinen Gläschen. Und dann habt ihr auch immer Kleber, wenn ihr welchen braucht. Gut, ich hoffe, ihr habt heute wieder was gelernt. Und ich würde sagen, wenn ihr noch weitere Ideen oder Tipps oder sowas habt, die ihr teilen wollt mit dem Rest der Welt, oder Sachen habt, die ihr mal erklärt haben wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail oder das in die Kommentare oder irgendwie sowas. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! You have been stempelt.